Hallo Facebook! Hallihallo! Hallo! Wir haben wieder eine Lesung. Wir sind, also von 20 Tagen sind wir bei Tag 19. Es ist nicht zu fassen. Und es geht um unser neues Buch. Und dann war es leicht. Dieses Buch kommt in 2 Tagen heraus. Aber darum wollen wir noch gar nicht uns freuen, weil wir haben erstmal eine Lesung. Und zwar mit Bea. Und Lea wird Bea einführen. Die beiden kennen sich also ganz schön lange mittlerweile. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, was Lea dazu noch sagen wird. Ich habe nicht so viel zu sagen, außer dass ich mich wahnsinnig freue, dass Bea heute da ist. Und ich mich auch unglaublich freue, dass ihre Geschichte Teil von diesem Buch ist. Sie ist nämlich eine, und das tönt jetzt etwas eigenartig, typische Geschichte für Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Heilpädagoginnen, Menschen im sozialen Bereich. Und diese wunderbare Transformation, die durfte ich miterleben. Und das war ein unglaubliches Geschenk. Zu sehen, wie diese Kraft, die in Bea schon immer war, die Kreativität, die Liebe, diese unglaublichen Fähigkeiten, mit den Menschen umzugehen, sich durch das Lösen des Perfektionismus in ihrer ganzen Größe entfalten konnte. Und das noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist wirklich einfach ein Fest und hoffnungsvoll für so, so, so viele Menschen da draußen, dass es eben leichter sein kann. Und ich weiß, dass diese Frau schreiben kann und wir freuen uns unglaublich auf die Geschichte heute. Danke, Bea, bist du mit uns auf dem Weg. Sehr gerne. So, Bea, jetzt komme ich mit deinem offiziellen Bio aus dem Buch. Und zwar, Bea Hecki war früher Kindergärtnerin und meisterhafte Perfektionistin. Heute kann sie 5 Grad sein lassen und unterstützt als Coach andere Lehrpersonen dabei, ihren Beruf wieder mit mehr Gelassenheit, Freude und Leichtigkeit auszuführen. Sie ist ein ausgesprochener Genussmensch und liebt die Magie des stillen Morgens mit einer Tasse Kaffee. Bea, vielleicht bevor du in die Lesung einsteigst, die Frage, die wir gerne stellen, ist, warum hast du dich entschieden, deine Geschichte beizutragen? Was war deine persönliche Motivation? Ja, meine Motivation, also erstens mal schreibe ich einfach unglaublich gerne. Ich merke, da ist irgendwie was in mir anklingt und beim Schreiben fühle ich mich einfach frei und ich habe schon als Kind sehr gerne geschrieben. Ich habe schon als Kind Geschichten erfunden und es hat mir immer Spaß gemacht. Und ja, wenn ich ehrlich bin, war es auch immer so ein geheimer Wunsch von mir, mal so Co-Autorin oder Autorin zu sein. Und dann kam dieses Projekt und ja, in mir hat sich sofort ein großes Ja gebildet. Und ja, ich finde es auch so wertvoll, solche Geschichten zu teilen, weil da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Kraft und Hoffnung drin für ganz viele Menschen. Und ich kenne selbst ganz viele solche Geschichten und ich selbst habe ganz viel mitnehmen dürfen von solchen Geschichten. Und ja, ich finde es einfach ein Geschenk, dass dieses Buch mit diesen Geschichten rauskommt und dass ich ein Teil davon sein darf. Ja, und hoffentlich ein bisschen von meiner Geschichte auf jemanden rüberspringt und ein kleiner Funke ankommt. Und ja, es hat unglaublich Spaß gemacht, dieses Projekt. So schön, ja. Also, die Bühne gehört dir für deine Lesung. Wir sind ganz Ohr. Ja, gerne. Ich lese nicht ganz von Anfang, aber fast.
Wann ich angefangen habe, mir viele Gedanken über mich selbst zu machen, kann ich nicht genau sagen. Aber eine dieser Stimmen in meinem Kopf, die immer wieder gerne zu Besuch kam, ist mir noch allzu gut bekannt. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst es noch besser machen. Die anderen machen es perfekter. Es ist nicht etwa so, dass mir das meine Eltern oder meine Lehrer und Lehrerinnen gesagt hätten. Irgendwann fing ich einfach an, mich mit anderen zu vergleichen und kam immer wieder zum selben Schluss. Ich genüge nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich erstmals schulische Probleme hatte, als ich ans Gymnasium kam. Da wurde meine heile Welt, wie ich sie bislang erlebt hatte, gefühlt auf den Kopf gestellt. Die Vergleiche mit anderen wurden fast krankhaft. Überall sah ich potenzielle Bedrohungen und ich hatte ständig Angst. Ich hatte Angst davor, kritisch angeschaut zu werden. Angst davor, dass andere schlecht über mich denken und sprechen könnten. Angst davor, nicht dazuzugehören. Angst davor, verspottet zu werden. Angst davor, schlechte Noten zu kriegen. Angst davor, nicht zu genügen. Angst davor, zu scheitern. Angst. Das Ende des Gymnasiums war für mich eine Art Befreiung. Ich dachte mir, nun kann ich mich neu erfinden. Ich kann von Neuem andere Menschen kennenlernen und endlich so sein, wie ich wirklich bin. Falsch gedacht. Die Vergleiche gingen weiter. Ich ging 2006 an die Pädagogische Hochschule in Luzern, weil für mich bereits zu Beginn der Gymnasialzeit klar war, dass ich Kindergärtnerin werden möchte. Dort habe ich zwar wundervolle Menschen kennengelernt, jedoch war ich so dermaßen auf die laute Stimme in meinem Kopf fokussiert, dass ich wahrscheinlich selten wirklich präsent war. Die Stimme peitschte mich innerlich an, es besser zu machen, mich mehr anzustrengen, mich besser zu kleiden und zu frisieren und um Himmels Willen ja nicht zu versagen. Dann kam der Tiefpunkt. Ich war bereits ein halbes Jahr an der Pädagogischen Hochschule und arbeitete halbe Nächte lang durch, um gute Lektionen für den Kindergarten vorzubereiten. Ich absolvierte gerade mein erstes längeres Praktikum in einem wunderschönen, idyllisch gelegenen Kindergarten mit einer sehr kompetenten, freundlichen Praxislehrperson. Eigentlich die besten Voraussetzungen, um viele wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich die Aufgabe hatte, eine Lektion vorzubereiten, in der ich den Kindern etwas aus einem Bilderbuch erzählen sollte. Ich wusste, dass bei dieser Lektion meine Mentorin zum Unterrichtsbesuch kommen würde. Die Nacht zuvor hatte ich kaum geschlafen, weil ich mit meiner Vorbereitung einfach nicht zufrieden war und die Stimme im Kopf nicht Ruhe geben wollte, dass es noch nicht gut genug sei. Also startete dieser Tag bereits mit einem Druckgefühl auf der Brust und erhöhtem Puls. Meine Gedanken wanderten immer wieder zu dieser Lektion und mein Kopf spielte mir die kuriosesten Szenarien vor, was alles schiefgehen könnte. Kurz bevor ich die Lektion dann halten sollte, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Mein Herz klopfte wie wild und ich bekam kaum noch Luft. Ich musste den Raum verlassen und sank draußen in der Garderobe tränenüberströmt zu Boden. Wie zuvor gesagt, hatte ich die besten Voraussetzungen, um ein wunderbares Praktikum zu absolvieren. Meine Praxislehrperson reagierte sehr verständnisvoll und übernahm den Rest des Morgens. Meine Mentorin kümmerte sich rührend um mich und bot mir zahlreiche Möglichkeiten an, mich zu unterstützen. Als ich mich wieder etwas beruhigt hatte, wurde mir klar, dass ich eine Auszeit brauchte. Ich war überrascht, wie flexibel meine Mentorin und die Hochschule damit umgingen. Ich durfte von heute auf morgen alles abbrechen und im Sommer nochmals neu beginnen. Die Module, die ich bereits absolviert hatte, würden mir angerechnet werden. Man sollte meinen, es hätte mir Erleichterung verschafft, diese Auszeit zu bekommen. Aber ich wurde von einer weiteren Lawine von Gedanken überrollt. Mein Perfektionistenkopf wollte es nicht wahrhaben, dass ich abgebrochen hatte. Ich hörte den Satz, ich habe versagt, in Dauerschleife, begleitet von, warum schaffe ich das nicht? Alle anderen können das, warum ich nicht?
was stimmt nicht mit mir? So genau kann ich mich nicht mehr an die erste Zeit nach dem Abbruch erinnern. Aber ich glaube, ich habe Stunden damit verbracht, zu weinen und mich zu verurteilen. Und zu allem Übel holte ich mir auch noch das pfeifersche Drüsenfieber mit einer starken Leberentzündung. In dieser Zeit lebte ich quasi auf dem Sofa, suhlte mich im Selbstmitleid und zog mir alle Folgen der Fernsehserie McLeods Töchter rein. Irgendwann wurde es leichter. Ich entschied mich, mit meiner großen Schwester eine Reise nach Kalifornien zu machen, um dort unsere Verwandten zu besuchen. Die Ablenkung tat mir gut und war Balsam für meine Seele. Ich erlebte wunderbare Momente in atemberaubender Natur mit wundervollen Menschen. Und für eine Weile war es ruhig in meinem Kopf. Ich startete frisch motiviert erneut an der Pädagogischen Hochschule und nach 3 Jahren schloss ich mit guten Noten ab. Meine erste Stelle als Kindergärtnerin trat ich in einem kleinen Dorf in meinem Heimatkanton an. Es machte Spaß, mich dort kreativ auszuleben. Aber auch dort begleiteten mich die ständigen Vergleiche mit anderen. Meine Fensterdekoration war nie schön genug, meine gebastelten Werke mit den Kindern nicht einzigartig genug und meine Planung noch weit weg vom perfekten Unterricht. Egal, was ich tat, die Stimme verfolgte mich auf Schritt und Tritt und ich glaubte ihr. Ich glaubte, ich müsste mich eben einfach etwas mehr anstrengen als andere. Ich müsste mehr an mir arbeiten und ich dürfte nicht noch einmal versagen. Natürlich genoss ich trotzdem mein Leben. Ich unternahm viel mit Freunden, erlebte liebevolle Beziehungen und hatte immer einen guten Draht zu meiner Familie. Doch da war dieses Gefühl von eingesperrt sein, welches ich nicht los wurde und das ich nicht so recht deuten konnte. Ich suchte mir Hilfe. Ich ging zur Farbtherapie, zur Klangtherapie, Gesprächstherapie, Osteopathie, zum Naturheilpraktiker. Ich machte eine Rückführung und hatte 2 Sitzungen bei der Psychotherapeutin. Immer in der Hoffnung, ich könnte dort etwas loslassen, was mich anscheinend gefangen hielt. Das alles hat zwar kurzfristig jeweils Erleichterung gebracht, hat mir aber nicht nachhaltig geholfen, mehr Gelassenheit zu spüren. Und dann kam Lea. Ja, und was jetzt die Lea damit zu tun hat, warum ich mich dann mit der Frau Rottenmeier versöhnt habe und wie das mein Leben grundlegend verändert hat, das dürfen dann alle gerne im Buch lesen. Das war jetzt so spannend, dass ich dachte, wer? Wie? Lea. Wann? Und obwohl ich weiß, wie es weitergeht, bin ich unglaublich gespannt, wie Bea beschreibt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank, Bea. Danke auch, das war schön. Oh, ich hätte jetzt noch ganz lange weiterlesen können. So schön. Ich hätte ganz lange zuhören können. So. Danke euch. Danke, Bea. Tu mir ein bisschen, was sagt man auf Deutsch, Trommelwirbel machen? Wirbel machen, ein bisschen Werbung machen. Ja, okay. Also, noch 2 Tage und dann kommt unser Buch endlich heraus, so richtig offiziell. Und wir werden am Freitag, den 1. Juli, beginnen, also unterhalb von all den Lesungsvideos, den Link zu posten, wo du hingehen kannst, um das Buch für dich zu bestellen oder für deine Freunde und Familie und für wen auch immer. Also halte die Augen auf. Und für diejenigen, die das noch nicht wissen, ist es einfach bei einem Buchlaunch so, man möchte einfach diesen ersten Start richtig gut machen, also dass wir gemeinsam an einem Tag, an einem Strang ziehen und bestellen. Und dann kommen wir in einigen Kategorien
auf die bessere Liste und dann zeigt Amazon noch mehr bei Suchen unser Buch an, was für uns natürlich ein großes Herzensangelegenheit ist, insofern, dass wir uns wünschen, dass möglichst viele Menschen, die mehr Leichtigkeit in ihr Leben holen wollen, auch dadurch tun können, dass sie das Buch finden. Weil Amazon ist in Wahrheit eine der größten Suchmaschinen weltweit, also wenn du das noch nicht weißt. Und ja, deswegen noch eine Lesung bis Weihnachten sozusagen und es geht dann los. Wir sehen uns morgen für die finale Lesung aus dem Buch, ich glaube mit Dorit, richtig? Mhm, ja. Genau. Und zwar um 20 Uhr für 20 Minuten in unserer Aktion 20 Tage, 20 Lesungen. Und wir bringen das zu einem krönenden Abschluss morgen Abend. Und wir freuen uns auf dich, auf euch. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.